10.15 Uhr ungefähr. Das Zuseschild haben wir leider verpasst, aber immerhin sind wir jetzt beim Museum angelangt. Tja, und hier ist Clemens Krause. Guten Tag. Guten Tag. Ich staune gerade die Zuse-Bausteine aus der Z22. Echt? Wahnsinn. Clemens und ich sind heute zu Gast im Hünfelder Konrad-Zuse-Museum. Wir wollen uns einen Überblick darüber verschaffen, welche Computer von Konrad Zuse im Laufe seines Lebens gebaut wurden. Vielleicht so hätte auch Herr Zuse selbst seine bedeutenden Werke gezeichnet, die er über einen Zeitraum von 35 Jahren erschaffen hat. Wir fangen an mit der legendären Z1, wo wir hier den modernen Nachbau sehen. Das Original hat Zuse 1938 vollendet. Diese drei Bilder zeigen die Originalaufnahmen. Weil der Nachbau, der auf dem großen Plakat zu sehen ist, ja später von ihm aus dem Kopf wieder reproduziert worden ist. Er hatte zwei Studenten dabei. Die waren hinterher relativ fasziniert von der Zusammenarbeit, haben aber dann kapituliert, sie hätten es nicht reproduzieren können noch einmal. Selbst mit den Aufzeichnungen, die Konrad Zuse während dieser Nachbauphase angefertigt hat, war es nicht möglich, für diese beiden, die die ganze Geschichte begleitet haben, das nochmal zu machen. Das sind keine Originalbleche, oder? Das sind, ja doch, Originalbleche vom Nachbau. Okay. Ja, also die sind mit modernen Mitteln gearbeitet. Mhm. Da ist eben beim Nachbau von Konrad Zuse unterstützt worden von einer Firma. Siemens, oder? Die werden das halt gewesen, die das also mit CNC-Maschinen gearbeitet haben. Ja, ja. Also da saß keiner mehr mit der Laubsäge. Ja, okay. Beim Original muss der erst 26-jährige Konrad allerdings noch mit einfacheren Mitteln arbeiten. Zum Glück hat er dabei aber Unterstützung. Seine Freunde montieren mit ihm zusammen über 3 Jahre zigtausend Blechteile. Konrads Mutter und Vater tolerieren offensichtlich, dass der Sohn ihr Wohnzimmer auf unabsehbare Zeit in eine Werkstatt verwandelt. Das Projekt ist komplett privat finanziert und insbesondere von der großen Schwester unterstützt. Leider wird das wertvolle Gemeinschaftswerk dann 1943 im Berliner Bombenhagel zerstört. Was für ein Verlust! Konrad Zuse erschafft dann mit Hilfe von 2 Studenten zwischen 1987 und 1989 die Z1 ein zweites Mal. Und der moderne Nachbau ist nun im Berliner Technikmuseum zu bewundern. Irgendwie sieht die neue Z1 doch beinahe wie ein Mikrochip aus, oder? Und tatsächlich ist der Vergleich auch nicht ganz falsch. Denn auf den 9 Quadratmetern ist so ziemlich alles vorhanden, was auch in modernen Computern zu finden ist. Hier ein paar technische Daten zu der originalen Z1.
welche mit Hilfe von rein mechanischen Schaltgliedern die vier Grundrechenarten in Fließkomma-Arithmetik beherrschte. Sie hatte etwa 192 Byte Hauptspeicher und brauchte für eine Addition 3 Sekunden. Die Z1 war wirklich innovativ. Die erste programmgesteuerte, frei programmierbare Rechenmaschine der Welt, die über das erste binäre Rechenwerk der Welt und die erste Fließkomma-Implementierung der Welt verfügte. Außerdem ist die Maschine bereits extrem modular aufgebaut und entspricht weitgehend der etwas später entwickelten Harvard-Architektur. Aber auch John von Neumann wäre sicherlich stolz auf Konrad Zuse gewesen, als er 1945 seine Ideen vorgestellt hat. Also eine fast unglaubliche Maschine, die aufgrund ihrer Mechanik leider nicht sehr zuverlässig war, aber... Wenn die Maschine bis zum Ende durchgearbeitet hat, hat Konrad Zuse festgestellt, dass die Rechnung richtig war. Ja. Und damit auch seine Gedanken und Überlegungen bestätigt. Mhm. Und er hat dann sich ein anderes Medium gesucht und da kommen wir jetzt zur Z3. Ah ja, richtig, die Z3. Und hat diese mechanischen Teile ausgetauscht gegen Relais. Genau, hier Fernmelderelais. Ach ja, Fernmelderelais, genau. Also in welcher Zeit befinden wir uns jetzt gerade? Nach der Z1, deren Mechanik nicht so richtig funktionieren wollte, wurde also 1941 auf elektrische Relais umgestellt und die Z3 vollendet. Dazwischen entwarf Konrad Zuse übrigens noch 1939 die Versuchsmaschine Z2. Welche immer noch den mechanischen Speicher der Z1 verwendete, aber bereits ein Festkomma-Rechenwerk aus Relais hatte. Konrad Zuses Z3 war dann vollständig mit solchen elektrischen Schaltelementen aufgebaut. Wir sehen hier auf dem Bild die Z3 fast vollständig, weil es noch einen zweiten Schrank in dieser Art gab. Also es waren insgesamt 3 Schränke. Das ist also dieses Schaltpult, man sieht es hier auf dem Bild. Ah, ja, ja. Das ist hier eigentlich 1:1 nachgebildet worden und wir hätten also locker die Maschine gar nicht angebracht. Das heißt, die erste voll funktionsfähige, frei programmierbare, auf binären Zahlensystemen basierend und mit Leitkommastelle ausgestattete Maschine. Hätte ja die Wand gepasst und hätte nicht 2 Räume Platz gebraucht. Wir haben jetzt die ganze Zeit von Nachbauten gesprochen, also einmal von dieser Z1, der in Berlin steht, und von der Z3 in München. Es gibt beide nicht mehr im Original, weil die eben bei der Bombardierung in Berlin im Zweiten Weltkrieg komplett zerstört worden sind. Ja, leider wurde im Krieg nicht nur die Z1, sondern auch Zuses Z3 zerstört. Und zwar beim Bombenangriff vom 21. Dezember 1943. Aber der Reihe nach. Nachdem sich die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt Zuses Z2 angeschaut hatte, werden ihm 25.000 Reichsmark gewährt, um die Z3 bauen zu können. Das fertige Werk führt er dann am 12. Mai 1941 einer Gruppe von Wissenschaftlern vor. Die Experten stellen fest, dass die Maschine einwandfrei funktioniert und das wird dann auch schriftlich dokumentiert. Was das Prinzip angeht, ist die Z3 fast identisch zu der Z1, nur dass eben eine zuverlässigere Technologie für die Schaltelemente verwendet wurde. Statt der 30.000 Bleche mussten 2600 Relais und 9 Schrittschalter ihre Arbeit verrichten. Beim Rechenwerk kamen zu den 4 Grundrechenarten noch die Quadratwurzel hinzu. Ansonsten hat sich noch die Geschwindigkeit um den Faktor 5 erhöht. Dadurch, dass ihre Tauglichkeit offiziell dokumentiert wurde, gilt die Z3 als der erste funktionsfähige, programmgesteuerte Digitalrechner. Oder etwas einfacher ausgedrückt, der erste Computer der Welt. Im Vergleich zu den späteren Konkurrenten aus der Zeit war das Gerät außerdem sehr kompakt und zuverlässig. Leider wurden mit der Z3 auch alle Bilder davon im Krieg zerstört. Aber es gibt insgesamt 3 Nachbauten. Der erste wurde noch von der Zuse KG 1962 fertiggestellt.
Der letzte wurde von Horst Zuse, dem ältesten Sohn von Konrad Zuse, in 2010 der Öffentlichkeit präsentiert. Und schließlich hat das Museum hier noch den mittleren Nachbau von 2001. Und den wollen wir jetzt mal mit der Rechnung 33 geteilt durch 11 testen. Also geben wir jetzt hier die Zahlen. 33 und dann muss man hoch übersetzen machen. Genau. Und dann gibt man die 11 ein. Die 11. Und dann wieder hoch übersetzen. So, also jetzt nochmal die 33. Mhm. Einlesen. Genau, dezimal binär, das war das hoch übersetzen. 11 einlesen. Jetzt haben wir die beiden Zahlen in die Register eingelesen und jetzt wird als nächstes die Operation eingegeben, oder? Ja. Genau. Das heißt, ich sage jetzt 33 durch 11. 33 geteilt durch 11. Okay, dann machen wir auf geteilt. Und jetzt haben wir das Ergebnis im Register 1. Genau. Und jetzt muss ich das Ganze halt wieder ausgeben. Das Ergebnis wäre wie viel? 2 plus 1 ist 3. 2 plus, genau, da haben wir 2 plus 1 gleich 3. Und jetzt kommt das Runterübersetzen. Und jetzt wird das Ganze eben ausgeben. Wieder ausgegeben. Das heißt, ihr rechnet wieder um und jetzt von binär auf dezimal. Hier sehe ich jetzt mein Ergebnis. Und das würde auf dem Bedientisch, würde dann also rein theoretisch hier die 3 leuchten und dann hier unten die dementsprechende Kommastellenangabe. Ah, hier ist die Kommastellenangabe. Also hier in dem Fall würde 3 und 0 leuchten dann. 3, und 0. Ah, 3, und 0. Also die Lampe, die leuchten würde, ist hier wohl weiß dargestellt. Also so viel zur Z3. Und wie ging die Geschichte dann weiter? Nach 3 kommt natürlich 4. Und diese Nummer hat vielleicht die spannendste Geschichte aller Zuse-Maschinen. Diese ganz zu erzählen, würde hier sicherlich den Rahmen sprengen. Also halten wir uns kurz. Das gute Stück wurde 1945 fast fertiggestellt. Und das kam so. Nach der Z3 macht sich Zuse mitten im Krieg an die Z4, und zwar im Jahr 1942. Die Z4 soll eine leistungsstärkere Weiterentwicklung werden. Und dafür erhält er von der Deutschen Versuchsanstalt für Luftfahrt 20.000 Reichsmark pro Jahr. Die Entwicklung wird letzten Endes aber als nicht kriegsentscheidend eingestuft, also werden die Arbeiten immer weiter verzögert. Trotzdem ist 1945 die Maschine dann fast fertig. Und als sich der feindliche Ring um Deutschland immer mehr zusammenzieht, flieht Zuse mit seiner Z4 aus Berlin und landet über Umwege im bayerischen Allgäu, wo er sie zum Glück in einem Schuppen in Hinterstein vor dem Zugriff der Alliierten verstecken kann. 1946 gründet Zuse im nahegelegenen Hopferau sein Ingenieurbüro, wo dann in einem Mehllager an der Z4 weitergearbeitet werden kann. Als Glücksfall erweist sich das Interesse der ETH Zürich an der Maschine, die dann 1950 die Z4 für 5 Jahre mietet. Man war hochzufrieden mit der Maschine, welche dort den allerbesten Eindruck machte. Also hier die technischen Daten. Wie bei der Z3 verwendete Zuse auch für die Z4 etwa 2500 Relais. Allerdings wählte er, wie schon bei der Z2, eine Hybridlösung und schloss wieder einen mechanischen Speicher an. Auf dem Bild kann man ihn ganz gut im Vordergrund sehen. Das Rechenwerk wurde mit weiteren Befehlen ausgestattet, wie zum Beispiel Minimum und Maximum, sowie noch einige Sonderoperationen mehr. Die Wortbreite vergrößerte Zuse von 22 auf 32 Bit und die Taktrate erhöhte er nochmals um den Faktor 8 auf 40 Hertz. Also pro Sekunde schon fast so schnell, wie das menschliche Herz in einer Minute schlägt. Zum Schluss noch zwei weitere Highlights der Maschine.
Also die Z4 war der erste kommerziell genutzte Computer und der einzig funktionierende Computer im Jahr 1950 in ganz Deutschland. Und mit den 30.000 Schweizer Franken, die er da als Miete gekriegt hat, da hat er den Bau der Z5 finanziert. Und das ist die Auslieferung der Z5. Und da gibt es ein zweites Bild mit Konrad Zuse mit der Bierflasche in der Hand. Und mit Ständchen wurde dann die Verladung gefeiert. Also da war halt dann sehr integriert in diesem Hühnfeld. Und, nee, das war Neukirchen. Also Neukirchen, Entschuldigung. Neukirchen, das war Neukirchen. Und er ist dann privat mit der Familie schon nach Hühnfeld gekommen, wäre auch gerne mit der Firma hierher gekommen. Er hatte also wohl schon einzelne Produktionsbereiche, kleinere, hier in Hühnfeld. Das Problem war, die Stadt war nicht ausgelegt für große Firmengebäude. Und zu guter Letzt ist Zuse mit seiner Firma dann nach Bad Hersfeld gegangen. Jetzt kurz erst noch ein wenig Geografiekunde. Wie schon erwähnt, flieht Konrad Zuse am Ende des Krieges 1945 mit der Z4 aus Berlin und über Göttingen verschlägt es ihn nach Hinterstein im Allgäu, wo er 2 Jahre ausharrt und anschließend 1947 nach Hopferau umzieht. 1949 gründet er dann in Neukirchen die Zuse KG, passenderweise in einer alten Post-Relais-Station, wo früher die Pferde gewechselt wurden. 1957 wird die Firma dann nach Bad Hersfeld verlegt, wo man zunächst eine alte Textilfabrikhalle zur Produktion nutzt. Im gleichen Jahr zieht Zuse auch privat mit seiner Familie ins nahegelegene Hühnfeld. Nach diesem kurzen Exkurs aber wieder zurück zu den Maschinen, wo wir bei der Z4 stehen geblieben sind. Von der Firma Leitz bekam Zuse 1950 den Auftrag für die Z5. Damit sollten optische Linsensysteme berechnet werden. Die Auslieferung war dann 1953. Hier 2 Bilder von der Abschiedsfeier in Neukirchen, welche Clemens und Frau Schneider vorhin bereits erwähnt haben. Wie man sieht, war die Z5 eine ziemlich große Maschine. Und hier wieder die technischen Daten. Die Z5 war ähnlich zur Z4 aufgebaut und verwendete ebenfalls Fließkomma-Arithmetik. Allerdings ist die Wortbreite von 32 auf 36 Bit angewachsen. Außerdem gab es den bedingten Sprung, was die Maschine wahrscheinlich Turing-vollständig gemacht hat. Im Gegensatz zur Z4, die ja mechanische Schaltglieder für den Speicher verwendete, wurden hier wie bei der Z3 wieder Relais eingesetzt. Obwohl die Taktfrequenz fast gleich war, soll die Z5 angeblich um den Faktor 6 schneller als die Z4 gerechnet haben. Was die Relais-Technik angeht, war damit wohl auch so ziemlich das Ende der Fahnenstange erreicht. Mit 2 Tonnen Gewicht, 50 Quadratmetern Aufstellfläche und 6 Kilowatt elektrischer Leistung war die Z5 sicherlich eine der größten jemals gebauten Relais-Rechner. Abschließend vielleicht noch interessant der Preis, der bei 300.000 D-Mark lag. Der Verbleib der Maschine ist leider unklar, aber wahrscheinlich wurde sie einfach irgendwann verschrottet. Die Z5 wurde noch in der Relaisstation in Neukirchen gebaut. Danach zog Zuse nach Bad Hersfeld und er hat dann dort dieses Firmengebäude gebaut. Das ist jetzt Bad Hersfeld? Das ist in Bad Hersfeld. Ah, okay. Und unten hat man dann halt mal einen Blick in den Produktionsraum. Das müsste eine 22 sein und hier unten, das ist aber hier die 11. Ja. Nein, und die Z11 ist ja die erste in Serie gebaute Rechenmaschine gewesen. Er war der erste, der in Deutschland Computer in Serie gebaut hat. Das heißt, ja? Z11 war die erste, die tatsächlich mehrfach gebaut wurde. Genau, ja. Und die Z11
war zu der Zeit die einzige Maschine, die trigonometrische Funktionen rechnen konnte. Und das ist natürlich ganz wichtig für Vermessungsleute, die einen Winkel und eine Entfernung haben und wollen das in kartesische Koordinatensysteme umrechnen. Und das waren so Standardprobleme, die die Vermessungsleute hatten. Und da waren also feste Programme eingebaut, wo man Polarkoordinaten in kartesische Koordinaten umrechnen konnte. Die Z11, die hat nicht mehr in Floating-Point-Arithmetik gerechnet, sondern mit Festpunkt-Arithmetik. Die hatte 28-Bit-Wortbreite und das hat dann also achtstellige Genauigkeit gegeben. Es war also möglich, frei zu programmieren über diese Lochstreifen. Genau, das sind die Lochstreifen. Genau. Da konnte man dann tatsächlich, also neben diesen fest eingebauten, noch eigene Programme auch laufen lassen. Wie immer bei SUSE 5-Kanal-Lochstreifen. Ja. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel von dieser Anlage vom Kataster- und Vermessungsverwaltung Schleswig-Holstein, das war die Anlage Nummer 9 und da sind hier die fest eingebauten Programme aufgelistet. Okay. Was gibt es da zum Beispiel? Geradenschnitt? Zentrum. Also zum Beispiel Vorwärtsschnitt. Hier, da sieht man jetzt hier die fest eingebauten Programme, also Rückwärtsschritt und Vorwärtsschritt. Und dann gibt es hier eine Helmholtz-Umformung, haben wir ebenfalls. Ja. Die Programme, wo waren die gespeichert, auf welchem Medium? Die sind mit Schrittschaltrelais. Ach, hier sieht man es ja mal geöffnet. Genau, okay. Das sind Schrittschaltrelais, diese runden Dinger und da sind die Programme drauf. Genau. Und da geht aber auch nicht viel drauf. Ja, du kannst dir vorstellen, du hast dann vielleicht 5 Kontakte und das ist ein Lochstreifen, der abgetastet wird durch diese Schrittschalter. Die paar Relais reichen aus, um sowas zu machen. Ja. Das finde ich eigentlich erstaunlich, dass das geht. Ja, der Witz bei den Relais ist halt, ein Relais hat ja nicht bloß einen Kontakt, sondern die haben ja mehrere Kontakte. Das heißt, du hast also mit einem Relais nicht nur einen einzelnen Schalter, der Strom ein- oder ausmacht, sondern da kannst du mit mehreren Spulen ein Relais haben. Also wenn man jetzt hier mal an der Seite hinguckt, dann sieht man da ganze Kontaktpakete und die sind ja alle verdrahtet. Ja. Das heißt, wenn ein Relais schaltet, dann passieren da 20 Sachen. 20, wenn es schaltet, gibt es 20 Ausgänge. Ja, oder weiß nicht wie viele. Aber also, die schalten doch alle gleich, oder? Die schalten alle gleichzeitig. Das ist also sie können unterschiedliche Stromkreise schalten. Ja. Echt erstaunlich, was man offensichtlich mit diesen Relais so alles anfangen kann. Trotzdem ist die Z11 dann SUSEs letzter Rechner, der auf diese Technologie setzt. Von dem Gerät wurden ab 1955 insgesamt 48 Exemplare ausgeliefert. Zumindest was Computer angeht, etwas Neues für die SUSE KG, weil die Z1 bis Z5 ja bis dahin Unikate waren. Die Z11 war eine Weiterentwicklung des SM1-Spezialrechners, der beim Flurbereinigungsamt in München entwickelt wurde. Wie Clemens erklärt hat, gab es anfangs im wahrsten Sinne des Wortes nur fest verdrahtete Programme, welche auf Schrittschaltern gespeichert und über Knöpfe am Bedienpult abgerufen werden konnten. Die Programme wurden zunächst für die Flurbereinigung in Deutschland und Österreich entwickelt. 1956 wurde dann eine Lochstreifensteuerung mit mehreren Lesegeräten installiert, wodurch die Maschine dann frei programmierbar wurde und anschließend auch im Vermessungswesen, der optischen Industrie und im Versicherungswesen eingesetzt werden konnte. Übrigens wurden die Lochstreifenprogramme von den Benutzern damals bereits rege ausgetauscht. Hier wieder das Datenblatt der Maschine, welche je nach Auftrag unterschiedlich konfiguriert werden konnte. Mit der Z11 kommt bei SUSE jetzt zum ersten Mal der standardisierte 5-Kanal-Lochstreifen zum Einsatz. Vorher wurde immer noch das 35 mm Filmmaterial verwendet. Was die Geschwindigkeit angeht, spielt das Gerät etwa in der Liga der Z5. Mit ihren 800 Kilogramm ist die Z11 aber eher ein Leichtgewicht und auch preislich mit 120.000 D-Mark relativ günstig. Auch die Presse nimmt die neue SUSE-Maschine recht positiv auf.
Und hier steigen wir dann in die Röhrentechnik ein mit der Z22. Und das gute Stück, was wir hier sehen, ist die allererste Z22, die ausgeliefert wurde. Ah. Also Produktionsnummer 1. Mhm. Hier haben wir also statt der Relais jetzt die Röhren in verschiedenen, mit verschiedenen Aufgaben, in verschiedenen Schaltungen auch zusammen. Und um die Ecke rum kann man in einen Trommelspeicher schauen, beziehungsweise ihn von außen ansehen. Richtig reinschauen kann man auch nicht. Und da sieht man dann die verschiedenen Leseköpfe, die also senkrecht um die Trommel angeordnet sind. Ja, und hier haben wir den Bedientisch, also das, was oben bei der Z3 so als kleines Kästchen noch ist. Da haben wir hier halt auch zusammen die Eingabeeinheit und den Fernschreiber, der eben auch als Ein- und Ausgabeeinheit gleichzeitig fungiert. Mhm. Das ist der Fernschreiber, ja? Das ist der Fernschreiber. Mhm. Lorenz, ach, von Lorenz haben sie das eingekauft dann. Ich denke jetzt hier auf so. Ah, schön. So, und da sieht man dann Styropor und Kunststoff lässt grüßen. Das ja, krümelt vor sich ja, hin. Ja, das ist immer das Problem. Also, da. Hier der Schaumgummi. Schaumgummi, das ist das Allerschlimmste. Das wird dann okay. Ja, generell, die Fernschreiber hat SUSE immer eingekauft. Mhm. Also da auch zum Beispiel den Hochgeschwindigkeitslochstreifenlaser, der ist von Ferranti. Mhm. Das ist der gleiche, den wir am LGP30 dran haben. Mhm. Es hat so bestimmte Firmen für bestimmte Peripheriegeräte gegeben. Hier, das sind die Trommeladressen. 1 bis 4096, das heißt, es geht bis 8191 und das sind die Schnellspeicheradressen. Da kann die Maschine anhalten und da gibt es hier Glimmlampen unter dem Panel und dann sieht man, was also im Programmregister gerade drin ist. Mhm. Und der analytische Code, den SUSE da gehabt hat, das ist das, was man heute eine Mikroprogrammierung nennen würde. Das heißt, man hat eben zwei Codes gegeben, den Freiburger Code, der war sehr verbreitet. Und es gab auch noch den Berliner Code, die aber eben noch sehr weit von Dingen entfernt sind, die man heute Assembler-Code bezeichnen würde. Ja. Also man hat eben tatsächlich die einzelnen Bits da eingesetzt. Und für was war jetzt die Maschine geeignet? Also wissenschaftliche Rechnung. Also die war an den Universitäten war die extrem beliebt. Also die Uni Stuttgart hat zum Beispiel so eine Maschine gehabt. Dadurch, dass sie eben schneller ist, konnte man Umwege und mehr Aufwand betreiben. Die Schnelligkeit der Maschine hat den höheren Aufwand kompensieren können. Mhm. Konrad Zuse, er hat wohl die Z11, also die Relaisrechner, hat er von sich aus konstruiert. Und die Z22, das war ja ein externer, der Lorenz Hahnewinkel. Und der hatte eben eine andere Philosophie, was Computer anbetrifft. Mhm. Und dann ist halt immer so, die Technik, die zur Verfügung steht, die bestimmt dann halt auch die Architektur. Ein Stück weit, das ist, ja. Mhm. Genau. So, was sehen wir sonst noch hier alles? Leistungsröhren, die den Kernspeicher treiben, das sieht man, das sind fette Sentoden, sind so Ablenkröhren aus Fernsehapparaten. Mhm. EL36, da haben damals die Benz ihre Verstärker damit gemacht. Mhm. Und auch hier, das sind Leistungsröhren, mhm. Das sieht man hier. Und auf der Rückseite sieht man den Schnellspeicher. Mhm. Da müsste man mit dem Handy mal rein. Ja, man sieht schon die bisschen die Magnetkerne. Okay, also das hier. Die paar Byte. Ja. Schnellspeicher. Genau. Okay. Trommelspeicher, Schnellspeicher, Dioden, Röhren. Lauter neue Begriffe. Kein Wunder, denn nach der mechanischen Z1 und den relaisgesteuerten Z3 bis 11 sind wir nun bei Zuses Röhrenrechner angekommen, nämlich der Z22. Das erste Exemplar bekam die TU Berlin im Februar 1958. Und genau vor dieser Nummer 1 sind wir eben erst gerade noch gestanden. Apropos Nummern. Konrad Zuse hat wegen der neuen Technologie die Zehnerstelle auf 2 erhöht. Deshalb der Abstand zur Z11. Die Z22 soll nach dem Minima-Prinzip konstruiert werden. Dieses basiert auf Ideen des Niederländers Willem van der Poel und beschreibt eine einfache programmgesteuerte Maschine mit Registern, welche Daten und Code in Mischform verwendet. Dieser minimalistische Ansatz wird dann von Theodor Fromme vollendet. Zu Frommes großem Ärger mogelt dann aber Fritz Rudolf Günsch,
noch einige Möglichkeiten eleganter Adressumrechnungen in das Gerät, wodurch die Z22 am Ende dann doch nicht mehr ganz eine Minima war. Maßgeblich für die Entwicklung der Maschine war übrigens auch der gerade erst 24-jährige Physiker Lorenz Hanewinkel, den Clemens vorhin bereits erwähnt hatte. Das alles spielt sich natürlich unter dem wachsamen Auge des Chefs ab, der es ja wissen muss, wie ungestüme Erfinder so ticken. Am Ende ist dabei dann tatsächlich etwas herausgekommen. Statt klackender Relais arbeiten nun weitgehend lautlose Röhren und Dioden in der Maschine. Zum Trost tönt nun aber der neue hinzugekommene Trommelspeicher, der bei seinem minutenlangen Hochfahren auf 6000 Umdrehungen fast wie ein Düsenjäger klingt. Ebenfalls ganz neu ist der schnelle Ferritkernspeicher, der 14 bis 25 Worte fasst. Aufgrund der zwei Speicherbereiche haben die Maschineninstruktionen nun zwei Adressen. Die Z22 ist der erste speicherprogrammierte Computer der Zuse KG. Das heißt, zunächst muss das Programm vom Lochstreifen oder vom Bedienpult auf die Trommel geladen werden. In diesem Speicher wird es dann ausgeführt, ganz so wie auch bei einem von Neumann-Rechner. Auch gibt es zum ersten Mal so etwas wie ein Betriebssystem, welches hier noch als Grundprogramm bezeichnet wird. Man braucht es, weil die Hardware wegen des Minima-Prinzips nur das Allernötigste kann. Deswegen wird ein Teil der Fließkomma-Arithmetik auch in Software realisiert. Das sieht man übrigens auch an der Geschwindigkeit, wo die Festkomma-Addition mit 6 Millisekunden noch etwa 300 Mal schneller ist als mit einer Z11, die Fließkomma-Addition aber nur noch 3-mal so schnell ist. Das Gerät ist insgesamt noch recht kompakt ausgefallen. Ebenso der Preis, der mit nur 180.000 D-Mark die Konkurrenz das Fürchten lehrt. Kommen wir noch zu ein paar Highlights der Maschine. Die Z22 war Westdeutschlands erster kommerzielle Röhrenrechner und neben dem LGP30 auch der einzig in Serie gebaute. Die Entwicklung war sicherlich ein großes Wagnis für die im internationalen Vergleich doch sehr kleine Zuse KG. Aber es hat sich gelohnt. Am Ende war die Z22 ein großer wirtschaftlicher Erfolg. Auch bei der Presse ist man zumindest prinzipiell positiv, obwohl man vielleicht noch etwas an der Ernsthaftigkeit der Sache zweifelt. Ein Spielzeug für Erwachsene? Sehen diese fünf Herren vielleicht so aus, als ob sie nur spielen wollten? Ja, von der Z22 wieder im ersten Stock angekommen. Und wenn man rechts abbiegt, Clemens, dann sieht man hier in der Ecke die Z23. Und die Z23, die ist, wie man sieht, eine Transistormaschine. Keine Röhren mehr. Keine Röhren mehr, Clemens. Keine Röhren, ja. Hey. Die Z23 war die Reimplementierung der Z22 in Transistortechnik. Ah, das heißt, die ist 1:1 mehr oder weniger übersetzt? Mehr oder weniger, mit ein paar Erweiterungen. Der Magnetkernspeicher war 356 Worte groß und sie hatte auch eine Befehlssatzerweiterung. Man konnte also auch Programme aus dem Kernspeicher laufen lassen. Der wirkte dann ähnlich wie ein Cache. Aber ansonsten, das war ja damals wichtig, die Software, die man gehabt hat, mal eben einen Compiler zu schreiben oder etwas in Hochsprache neu zu kompilieren, das war ja schwierig. Und das war dann halt in vielen Fällen so, dass man den Befehlssatz und die Architektur beibehalten hatte, damit man nicht die Software von vorne weg neu programmieren musste. Das heißt, die war binär rückwärts kompatibel zur Z22 und hat noch ein paar Zusatzsachen. Ja, genau, wobei, das weiß ich jetzt natürlich nicht im Einzelnen, wie das mit der Schnellspeicher adressieren gewesen ist.
weil die ja hier durch den größeren Schnellspeicher mehr Adresse gebraucht hat. Mhm. Also binärkompatibel war sie mit Sicherheit wohl nicht. Ah, nicht ganz zumindest, ja. Aber man musste nicht so viel dran ändern. Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Aber ich denke, man hat die Programme mehr oder weniger automatisch übernehmen oder übersetzen können, wenn man da eben die zwei Adressbits erweitert. Natürlich, wenn man die zusätzlichen Features benutzen wollte, dann muss man halt doch neu programmieren. Mhm. Ja, ja, und das sind dann halt hier diese Module, aus denen die aufgebaut sind, noch mit den alten Glastransistoren von Valvo, die im Prinzip aufgebaut sind, so wie Subminiaturröhren. Was sind jetzt die Transistoren? Das sind diese länglichen Glasröhrchen. Du siehst die zwei blauen Elkos. Ja. Und vor den blauen Elkos sind jeweils zwei Transistoren, diese schwarzen Röhrchen. Ja, ja, die schwarzen. Das sind die Transistoren. Mhm, okay. Ach, da sieht man den Kernspeicher. Ja. Ist der Kernspeicher, ganz klar. Da sieht man die Ringe. Sieht man sie noch? Ja, man sieht sie noch. Ich habe aber noch eine Variante. Das ist Z23 und Z25 ist dann die nächste Generation. Selbst dieses Ding wurde von Hand gemacht. Ja, ja, das waren Frauen, die hießen die Stickerinnen. Die in der Fabrik gesessen sind und diese Kerne aufgefädelt haben. Ja, die hießen aber auch nicht umsonst Stickerinnen, weil die kamen nämlich aus dem Bereich. Ja. Die hatten vorher den Beruf der Stickerinnen gelernt, weil Weißstickerei und dergleichen oder Hessenstickerei ist extrem fein. Also ein Industrieroboter, der das machen könnte, das wäre eine interessante Erfindung, aber ich glaube, den gab es nicht. Und das Teil dient dazu, um die einzelnen Steckkarten auch Funktionen zu testen. Ah, das ist so. Wenn irgendwelche Fehlermeldungen bemerkbar gemacht haben, konnte man dann die einzelnen Karten da reinstecken, genau. Also diese Karten, die man hier sieht, konnten damit dann getestet werden. Mhm. Konrad Zuse ist nie davon ausgegangen, dass immer alles funktioniert. Also man kann auch hier die einzelnen Rahmen rausdrehen. Mhm. Und kommt dann auf die Rückseite und auf die Kabelanschlüsse. Das heißt, er hat da schon dafür gesorgt, dass der Service einigermaßen problemlos läuft. Ja. Mhm. Tja, die Fehlersuche wird mit neuen Technologien nicht immer einfacher. Im Gegenteil. Höhere Geschwindigkeiten und die Verwendung moderner Bauteile können die Sache sogar erschweren. Bei der mechanischen Z1 und den Relaismaschinen konnte man einfach mit Augen und Ohren direkt wahrnehmen, wenn etwas nicht ganz rund lief. Bei der Röhrenmaschine Z22 war das dann schon etwas schwieriger. Deshalb hat Konrad Zuse dort auch extra einen Lautsprecher einbauen lassen, um die Signaltransfers hörbar zu machen. Nach den Röhren wurde dann bei Zuse die Transistortechnik bereits 3 Jahre später, 1961, mit der Z23 marktreif. Schauen wir mal, wie die Zuse KG selbst ihr neuestes Werk beschreibt. In den einführenden Bemerkungen ist zu lesen: Die Zuse Z23 ist ein preiswertes, mittelgroßes Datenverarbeitungssystem, sowohl für wissenschaftlich-technische als auch für kaufmännische Anwendungen. Sie besitzt den bewährten, einfachen, logischen Aufbau der Zuse Z22. Die Zuse Z23 ist jedoch wesentlich leistungsfähiger, vor allen Dingen in der Rechengeschwindigkeit und in der Speicherkapazität. Sie ist in moderner Transistortechnik unter Verwendung gedruckter Steckschaltungen aufgebaut. Statt der 450 Röhren der Z22 kommen bei der Z23 nun also 2700 Transistoren zum Einsatz. Und wie Clemens bereits erwähnt hat, ist die Schnellspeicherkapazität angewachsen. Und zwar auf 246 Worte. Auf der nächsten Seite geht dann der Vergleich noch weiter und es wird auf die vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten der Z23 eingegangen. Die Additionsdauer mit Festkomma hat sich von 0,6 Millisekunden auf 0,3 Millisekunden halbiert. Wegen der neuen Adressbits für den Schnellspeicher ist die Wortlänge von 38 Bit auf 40 Bit angewachsen.
Die Unterschiede haben zur Folge, dass die Z23 etwa dreimal so schnell wie die Z22 arbeitet. Und durch Verwendung von Transistoren hat sie auch geringere Abmessungen, geringeren Stromverbrauch und geringere Wartungszeiten. Zudem entfallen die Mehrkosten für die Kühlanlage. Die Z23 kann auf fast allen Gebieten der Naturwissenschaften, in Technik und Wirtschaft sowie im Versicherungswesen und im kaufmännischen Bereich eingesetzt werden. Dann können wir noch etwas über das Grundprogramm lesen, welches die ersten 1024 Worte des Trommelspeichers belegt. Ein Teil davon sind die arithmetischen Programme, die hauptsächlich die Addition, Subtraktion und so weiter im gleitenden Komma, also Fließkomma, realisieren. Auch interessant die Beschreibung des internen Code und des Freiburger Codes. Der interne Code definiert die grundlegenden Maschinenbefehle der Z23, wobei jede Instruktion 40 Bit hat. Es gibt ein 2-Bit-Kennzeichen, eine 5-Bit-Bedingung, zum Beispiel führe die Instruktion nur dann aus, wenn der Akkumulator 0 ist. Dann einen 12-Bit-Operationsteil, wo der auszuführende Befehl kodiert ist. Schließlich noch die bekannten 8-Bit für den Schnellspeicher und die 13-Bit für die Trommel, was gerade für die 8192 Worte reicht. Der Freiburger Code ist ein externer Code, dessen Aufgabe es ist, das Arbeiten mit der Maschine so einfach zu gestalten, dass beim Programmieren mit möglichst kurzen und klaren Befehlen optimale Wirkungen erzielt werden. Heute würde man den externen Code wohl als Mikrocode bezeichnen, der mithilfe des internen Codes dem Programmierer komplexere und mächtigere Instruktionen zur Verfügung stellt. Auf alle Fälle müssen wir noch einen Blick auf die neuen Magnetbandlaufwerke werfen und anschließend noch ein nettes Foto vom Lochstreifen-Korrektur-Handstanzer anschauen. Damit wäre dann eigentlich das meiste gesagt. Trotzdem, der Vollständigkeit halber, hier noch kurz das Datenblatt der Z23. Eine tolle Maschine. Wer würde die nicht für günstige 180.000 D-Mark kaufen wollen? Es sieht fast so aus, als ob die Zuse KG in eine wirklich rosige Zukunft blicken kann. Aber oft kommt es eben anders, als man denkt. Was ist das hier? Das ist die Z25. Ach ja, die Z25 jetzt. Also relativ kompakt schon gebaut ist. Wir können das Ganze auch mal reinschieben. Aha. So, und dann kam noch die Blende davor, die steht halt an der Wand. Ach, die Z25 Blende, genau. Das heißt, ich habe einen Rechner, den ich schon im Büro stellen kann. Ja, also fast schon ein Portable. Ja. So, und auch hier haben wir wieder die Möglichkeit, alles erreichbar zu machen. Ah, ich kann schön. Das Ganze aufklappen. Ich komme von der Vorderseite an die Karten und von der Rückseite an die Verkabelung. Uiuiui. Schön, schön. Praktisch Gegenstück von der Wand hier. Also. Clemens, auch was zur Z25? Ja, das ist eine Unglücksmaschine gewesen, mit der es sehr große Probleme gegeben hat. Ich habe die schon vorher gesehen. Das sind amerikanische Transistoren da drauf, und zwar von Texas Instruments. Und die haben die Typenbezeichnung, kann man hier lesen, 2N395 mit einem Z hinten dran. Das heißt, die waren speziell für Zuse produziert worden. Und ich habe mal Datenblätter angeguckt, die durften nur mit maximal 200 Grad Löttemperatur gelötet werden. Und dann hat er die also in sein normales Löttauchbad reingetan, das wahrscheinlich zu heiß gelötet hat. Und was zur Folge hatte, dass die nach einer gewissen Zeit ausgefallen sind. Okay. Und er hatte zum Schluss 100 von diesen Maschinen in der Fabrik stehen, die er eben einzeln reparieren musste. Also eine ganze Jahresproduktion. Und das hat sehr große wirtschaftliche Probleme damals hervorgebracht, diese Maschine.
So, bisher dachte ich ja, dass die Z25 der letzte SUSE-Rechner gewesen wäre, was nicht der Wahrheit entspricht. Nämlich wir haben hier die Z31 und angeblich war die Z31 mehr für den Bankensektor gedacht. Hier sehen wir wieder den klassischen Trommelspeicher und auch hier interessant gefädeltes ROM. Sehr schön. War am Ende dann wohl aber nicht sehr erfolgreich und es wurden wie viel? 5 Stück nur davon verkauft. So langsam schließt sich also das Kapitel Computertechnologie von der SUSE KG. Dabei war die Z23 mit ihren 98 verkauften Einheiten eigentlich ein voller Erfolg. Nur ein Jahr später, 1962, wird dann bereits die Z25 auf der Messe in Hannover der Öffentlichkeit präsentiert. Ob man da bereits schon von dem drohenden Unheil weiß? Trotz aller Erfolge befindet sich die SUSE KG schon vor dem sich anbahnenden Debakel in einer ziemlich angespannten Finanzlage. Dann soll ab 1963 die Z25 in großer Stückzahl produziert werden, unter anderem auch für die Prozesssteuerung bei Thyssen. Und dann beginnen die Fertigungsprobleme, von denen Clemens uns gerade eben berichtet hat. Insgesamt steht eine Produktion im Wert von 20 Millionen D-Mark im Bad Hersfelder Werk und kann nicht ausgeliefert werden. Schließlich wird aus dem Hoffnungsträger dann ein Millionenverlust. Konrad SUSE selbst schreibt darüber: Nach dem Schuldigen zu suchen ist müßig. Letztendlich ist in unserem Wirtschaftssystem der Unternehmer verantwortlich. Und das war er dann wohl selbst. Eigentlich schade, denn die Maschine hat durchaus interessante Eigenschaften. Die Z25 ist eine kleine Kurzbordmaschine für das untere Preissegment. Sie hat sehr viele Anschlussmöglichkeiten für fast alle Peripheriegeräte, die am Markt verfügbar sind. Zum Beispiel Magnetbänder, Lochkartenleser und Lochkartenstanzer. Außerdem gibt es für den Einsatz in der Prozesssteuerung eine Analogeingabe und Analogausgabe. Die Maschine beherrscht nun auch erstmals Interrupts, über die sich bis zu 32 Geräte oder auch andere Z25-Zentraleinheiten bemerkbar machen können. Andere Zentraleinheiten? Ja, wirklich. Offensichtlich kann man über ein Anschlusskabel mehrere Computer zu einem Rechnerverbund koppeln. Es gibt also bereits eine Art Cluster-Technologie. Zum Abschluss natürlich wieder das Datenblatt der Maschine, die bereits für günstige 80.000 D-Mark zu haben ist. Ja, das war also die Z25. Nur ein Jahr später, 1963, wird dann auch noch die Z31 auf den Markt gebracht. Wie mit der Z25 gibt es auch mit diesem Modell die gerade erwähnten Fertigungsprobleme. Eigentlich war sie als kleine Maschine für kommerzielle Zwecke geplant. Am Ende bauen die Ingenieure aber dann so viele Dinge hinein, dass sie in der Größenklasse der Z23 endet und auch deshalb kaum Abnehmer findet. Insgesamt werden nur 7 Stück davon verkauft. Konrad SUSE schreibt darüber: Die Z31 war für die SUSE KG eine Verirrung und, dies freilich erst im Rückblick, womöglich auch eine verpasste Chance. Was die Technologie angeht, ist vielleicht noch zu erwähnen, dass es sich hier um einen Dezimalrechner handelt, dessen Instruktionen direkt im Zehnersystem arbeiten können. Wie immer an dieser Stelle noch der Preis. Ja, dieses Mal mit 1,5 Millionen D-Mark doch ziemlich heftig ausfällt. Das ist dann die letzte. Ja, also Konrad SUSE hat die Maschine als Z43 noch mitkonstruiert. Oder ist unter seiner Regie noch gebaut worden. Und die Firma ist aber zu dem Zeitpunkt schon an Siemens übergegangen. Was wir hier sehen, ist eine erweiterte Maschine, also die Grundausstattung besteht nur aus 2 Elementen. Datecode 1974, Siemens und Halske FLH 131,
FLH 201, FLH 151. Mhm. Ah ja, okay. Also so endet es. Hätte ich nicht gedacht, dass der Konrad Zuse noch was mit integrierten Schaltungen zu tun hatte. Das war mir jetzt auch neu. Tja, man lernt offensichtlich nie aus. Und deshalb machen wir ja auch diese Filme. Also abschließend dann noch Konrad Zuses letztes Werk, die Z43 von 1971. Hier schon mal vorab die technischen Daten. Wir haben es mit einem modernen 16-Bit-Rechner zu tun, dessen Recheneinheit auf integrierten Schaltungen basiert. Außerdem verfügt die Maschine nun über zwei Programmzustände, um ein Betriebssystem im privilegierten und die Anwendungen im eingeschränkten Modus laufen zu lassen. Die zwei Zustände werden hier Organisations- und Benutzerebene genannt. Über den Preis der Anlage konnten wir leider nichts in Erfahrung bringen. Schauen wir uns mal den Werbeprospekt für das Gerät an. Die Zuse Z43 ist eine kleine, universelle Datenverarbeitungsanlage. Eine hohe interne Verarbeitungsgeschwindigkeit und ein leistungsfähiger Befehlscode führen zu kurzen Rechenzeiten. Es gibt insgesamt drei verschiedene Ausführungen der Maschine, nämlich ein Tischmodell, Schrankmodell und auch ein Einbaumodell mit 19 Zoll Einschüben ist bereits verfügbar. Auf der nächsten Seite erfahren wir etwas über die Technologie. Der Arbeitsspeicher der Zuse Z43 ist ein 3D4 Drahtspeicher mit 0,5 mm Ringkernen. Die Zugriffszeit beträgt 500 Nanosekunden, die Zykluszeit 1,8 Mikrosekunden. Der Arbeitsspeicher ist von 8 KB in Stufen von je 8 KB bis zu 64 KB ausbaufähig. Die Zentraleinheit der Zuse Z43 beinhaltet 16 Arbeitsregister, von denen 15 in Abhängigkeit vom Anwenderprogramm als Akkumulatoren oder Indexregister verwendet werden können. Rechts sehen wir die vier möglichen Formate für die Maschineninstruktionen. Drei davon werden in 16-Bit und einer in 32-Bit kodiert. Da hätten wir zum Beispiel den Registerbefehl. Mit einem 8-Bit-Operationscode OC und den beiden Registernummern R1 und R2 mit jeweils 4-Bit. Ein Beispiel wäre die Addition von zwei Registerinhalten. Dann gibt es den Konstantenbefehl, wo statt des Registers für R2 eine Konstante angegeben wird. Schließlich schauen wir uns noch den Adressbefehl an, der doppelte Wortbreite hat, um in A noch eine 16-Bit-Adresse speichern zu können. Wenn R2 0 ist, wird die Adresse direkt verwendet. Ansonsten wird noch der Wert von R2 hinzuaddiert. Ein Beispiel wäre der Ladebefehl, um ein Wort mit der Adresse A vom Speicher in ein Register R1 zu laden. Wieder kann man vielfältige Peripheriegeräte anschließen. Zum Beispiel auch einen Magnetplattenspeicher. Zu der Maschine wird außerdem einiges an Software mitgeliefert. Zum Beispiel ein Betriebssystem, ein Sortierprogramm oder ein Fortran 4 Compiler. Schließlich rechts noch das Bild vom Addierwerk mit den integrierten Schaltungen, die uns Clemens ja vorhin bereits gezeigt hat. Alles in allem scheint die Architektur der Z43 recht zeitgemäß zu sein. Trotzdem ist sie dann die letzte Maschine aus dem Hause Zuse und beschließt damit ein bedeutendes Kapitel deutscher Computergeschichte. Konrad Zuse hat über 35 Jahre alle wichtigen Technologiesprünge mitgemacht. Beginnend mit den mechanischen Schaltgliedern, über die Relais, dem kurzen Intermezzo der Röhren und den unheilvollen Transistoren bis hin zu den integrierten Schaltungen. Eine wirklich beeindruckende Leistung des deutschen Computerpioniers.
aber nicht zuletzt auch ein Verdienst der vielen Männer und Frauen, die ihm dabei geholfen haben. Ihr Werk wird uns sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.